Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert und ich beginne wie gehabt mit der Spielauswahl. Und ich will heute auf jeden Fall mal nicht gespannt sein, sondern lass mich einfach überraschen, welches Spiel heute gewinnt. Metal Slug Defense. Okay, da bin ich... Nein, ich bin nicht gespannt. Ich bin neugierig und werde gleich mal suchen, was das jetzt tatsächlich für ein Spiel ist und wie es das geschafft hat, auf meine Liste zu kommen. Ein kostenloser Action, Mehrspieler und 2D sind so Text, die bei Steam auftauchen. Okay, also ich werde es gleich runterladen und installieren, damit ich schnell herausbekomme, was mich wohl dazu gebracht hat, das Spiel auf meine Wunschliste zu setzen. 209 MB zum Installieren sollte auf jeden Fall auch wieder ziemlich schnell gehen. Es hat 64 Steam-Errungenschaften, kann ich gleich mal ein bisschen reinschauen. 20 Millionen Downloads hat es aktuell erreicht. Conquer All Stages Southeast, Area. Conquer All Stages, wahrscheinlich die beiden verschiedenen Seiten, einmal rot und blau, die verschiedenen Areas. Boss Area, World 2, Area so und so. Also die Errungenschaften bei Steam scheinen sich alle darum zu drehen, dass man letztlich bestimmte Gegenden abgegrast hat und die conquered hat, erobert hat, besiegt hat, wie auch immer. So, Download ist bereits abgeschlossen, das heißt, ich muss das Spiel nur noch aufrufen. Okay, gibt es... Nein! Ich wollte einfach nur Deutsch. Okay, Deutsch gibt's nicht. Was? Ich muss doch hoffentlich nicht mit dem Gamepad spielen. Okay, Soundsetting. Das Einzige, was ich machen kann, ist die Musik auszumachen. Und den gesamten Sound. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wahrscheinlich ein bisschen davon ich ja schon irgendwelche Rückmeldungen benötige, von wegen während des Kampfes. Und ja, das mit dem Display ist so eine Sache. Aber für euch ändert sich davon eh nichts. Naja, die Ränder werden ein bisschen kleiner. Okay, dann auf in den ersten Kampf. Several years after Rebel General Morden's coup, die etatet. Attempt was defeated, scatter, blah, 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 okay. Ja. Jetzt passt der Text nicht mal richtig in das Fenstergröße. Items habe ich eh keine. Mission start. Okay. Oh mein Gott. Habe ich schon gesagt, dass ich Pixel-Geschichten nicht leiden kann. Tap an icon below, that unit goes on attack. But you need AP to show below to start the unit, hold until AP builds up. Okay, jawohl. Das heißt, es ist so ein Tower-Defense-Anrennen gegen Feinde und so weiter. There are also Defensive-Specialist and Specialist units that possess under units. Tap a unit when it's glow blue. Fire a spec attack. Spec attack war... meine Güte, ist es schlecht lokalisiert. Tap the lower left icon to increase AP build speed. Ist es ein Tapper-Spiel? The maximum AP will also increase, giving you an edge in battle. Achso, ich kann das einfach... Ah ne, Dieter war das. Metal Slug Attack. Tap the lower right button and the tank will charge the enemy. Kann ich irgendwie... Wind Condition reduce the enemy HP to 0. Ah, okay, ich kann hier irgendwie hin und her scrollen. Mission complete. Area 1 abgeschlossen. Oder, naja, Mission 1 abgeschlossen. Wie viel ich für eine Area brauche, weiß ich ja noch nicht. Okay, da das Spiel jetzt schon läuft, gleich mal den 1-Stunden-Countdown einschalten.
You get MSP for clearing a stage. Use MSP to power up your army. There are POWs in every stage. You might rescue POWs if the stage is cleared. Liberate POWs from enemy base. POWs! Okay, prisoner rescue. New unit gained. Ist echt ein ziemlicher Kontrast. Auf der einen Seite sieht das alles ganz glatt und dann ganz ordentlich aus. Und hier sind dann diese Pixelteile. Also mit Pixels werde ich, glaube ich, nie komplett warm werden. Login Bonus, you can receive reward once per day. Please try checking the application daily and you may receive units. Sehr schön. 5000 Goldmünzen. Prima. Bonus 1. Okay. We reward your loyalty. You got 200 medals. Ich war doch überhaupt noch nicht treu. Ich bin spiel das Ding das erste Mal. You got Mini Charm Jupiter King. Sehr schön. Unit Characters Offer. Unit Characters Mini Hermit Offered. Okay. Schön. Options. Sound Settings. Ja. Sag mal, gibt es hier echt Italienisch, Französisch, Belgisch oder was? Aber kein Deutsch? Das ist doch ein Scherz. Okay, ich mach ich lasse den Sound jetzt mal ins Spiel an. Ich schalte ihn jetzt bloß für euch gerade zum Zuhören ab und werde ihn nachher in der Schlacht mal einschalten, aber wahrscheinlich werde ich es tatsächlich nicht benötigen, weil ich glaube, akustische Elemente sind jetzt für das Spiel nicht so relevant. Sortie Points recover with time. Was auch immer Sortie Points sind. Please note that changing the time settings of your device will affect the recovery time of the Sortie Points. Please note that changing the time settings of your device will affect... soll das der kleine Hinweis sein, dass ich öfter mal meine Uhr drehen soll, damit ich mehr Punkte von diesem Zeug bekomme? Stage 1, minus 5. Stage 2, minus 5. New, Southeast Asia. Okay, das ist die erste Stage. Muss ich über diesen Weg? Sind das jetzt eigentlich... Was ist das? Customize. Home Customizing. Sortie Level. Base Level. Deployment Speed Level. Hangar Level. Production Speed. MPS Gain Level. Destruction Bonus Level mit der Slug Attack Level und Charge Speed. Reiß den Maximum Sortie Point Value. Okay, und die kann ich jetzt einfach aufrüsten. Okay. Base Level, reichste Maximum Base HP Value. Deployment Speed Level, reichste AP Building Speed during Combat. Hangar Level, reichste Maximum AP Value. Production Speed Level, reichste Unit Production Speed. Und MPS, reichste MPS Amounts Gained from Wins. Was ist denn eigentlich das da jetzt? War das die... Das waren die... Naja, machen wir einfach mal das ganze Zeug, soweit es halt geht. So, jetzt reicht's schon. Nicht mehr. Gut, Unit Customize. Achso, da habe ich ja noch mehr zum Ausgeben. Okay, das ist der Standard. Den kann ich mir jetzt noch einmal leisten. Action View. Neutral. Special Attack. Special Attack. Bomb. Okay, jeder von denen hat irgendeine... Okay, nicht jeder. Spread Shoot. Der hat keine Special Attack. Der rennt einfach nur nach vorne und macht alles platt, hoffe ich. Der hat... Sieht man nichts. Und Sandback. Achso. Convenient Mappen. Okay, das heißt so allgemein Tower Defense. Na gut, das ist okay. Gut.
Ja, Sound-Settings gehen mir jetzt auch schon auf den Keks, das heißt, deswegen lasse ich die jetzt schon mal aus. Und, ach so, die eine Einheit wollte ich noch ein bisschen aufleveln. Okay, 11 HP dazu. Auf für die erste Stage. So, Mission Start, Rang A, easy. Okay, Select Items habe ich nicht. Und das sind meine Kampfpunkte. Das heißt, wenn die runtergefahren sind, dann kann ich eh nicht weiterspielen. Also schauen wir mal, ob die eher enden, bevor ich, bevor die Stunde um ist. So, da ist jetzt aktuell noch keiner. So, dann schicke ich mal den ersten los. Ah, den ersten AP-Tank habe ich schon mal bekommen. Kann hier schon mal gleich den nächsten losschicken. Oh nein, er hat ihn einfach gekillt. So, das heißt, sobald er seine Special, ja, sein Special raushaut, dann ist die Basis schon gut kaputt. Okay, 2000 Prisoner Rescued, Mission Complete. Gut. So, das war jetzt einfach nur Stage 1. Und mehr passiert da nicht. Okay. Gut, dann einfach Stage 2. Mission Start. Go. So, jetzt mache ich nochmal einmal den Sound mitlaufen lassen. Ob es irgendetwas bringt. Oh, daneben. Hey, da kann ich aber auch welche von den APs gewinnen. Okay. Ah, da unten habe ich die beiden Boni eingesammelt. Okay, das heißt, ich habe 5 von diesen Dingern dazu bekommen. New Stage unlocked. Ja, gehe ich mal davon aus. Okay. 2300. Zeit, ein bisschen was auszugeben. Customizen. Okay, Zeit, den Sound abzuschalten. So, Customize, Sortie, das waren die... Nee, das Customizing. Home Customize, das heißt, hier Base Level... Nee, wo war das mit? Rechte AP, Build Up Speed. Okay, da fehlen mir noch 200 Punkte. Mal gucken, was waren die anderen jetzt. SAP amounts gained from defeating enemy units. Race Middle Slug Attack Power und Race Speed of Middle Slug Attack Collected during Battle. Die Middle Slug Attack, das war ja glaube ich dann die extra Bonus. Aber mich interessiert im Moment erstmal das hier hochzubringen. Dann muss ich also da noch ein bisschen warten. Ebene 1, Stage 3. Aber die Easy kann ich hier jedenfalls noch nicht ändern. Mission Start über Wasser. Ha, es passt fast auf einen Bildschirm. Oh, wieso hatten der schon so viele? Was für ein Käse. Oh. Use your supplies when you are in a tough situation. Sehr witzig. Repair, free return, search.
Tagsieber. Use. Ah, der kann, ich kann den nicht mal aufbauen vorher. Okay, jetzt ist dieser blöde Tank auf jeden Fall weg. Das war auf jeden Fall knapp. Meine Güte. Das hätte ich fast verloren. Ja, Rang C gerade mal, aber immerhin 20 dazu bekommen. Das heißt aber, ich muss einiges hochleveln, bevor ich hier wirklich weiterkomme. Das heißt, ich muss erstmal in den anderen noch ein bisschen Punkte sammeln. Aber erstmal zu den Customize Home und die AP-Produktion auf jeden Fall hochdrehen. Und dann kann ich mal noch bei den Units vorbeischauen, ob ich hier noch was Sinnvolles machen kann. Okay, das kostet alles zu viel. Dann werde ich den auf jeden Fall mal noch ein bisschen verbessern, damit der auf jeden Fall mehr Gesundheit hat, wobei es wahrscheinlich nicht viel ausmacht. In der Hinsicht ist es mir dann fast schon wieder ein bisschen zu hektisch, bloß um da rumzuklicken. So, hierfür sollte es ja jetzt ziemlich einfach sein. Los geht's. Number one. Ah, was ist das für eine Karte? Wahrscheinlich mehr Bonus-Stuff. Okay, das war's schon. So. 880 plus 1200 und Prisoner Rescue. Was mache ich eigentlich mit den Prisoners? So, nochmal eine Runde. So, der erste ist unterwegs. So, auf jeden Fall kann der nicht werfen. So, inzwischen läuft die AP-Gewinnung ziemlich gut. Oh, daneben. Oh je. Hakakamakeo, oder wie auch immer der da normalerweise sagen müsste. Es klingt so nach, also es sieht so aus, als würde er so einen Dragon Ball Power irgendwas aktivieren. Okay, Rang B, weil ich Leute verloren habe. So, jetzt wäre nochmal die Frage, 3500, 4000 brauche ich, um die AP-Generierung noch ein bisschen zu steigern. Aber irgendwie wird er selber auch stärker, weil er hat jetzt schon andere Einheiten eingesetzt. Aber wahrscheinlich, weil ich ihm einfach mehr Zeit gelassen habe. Okay, das war's schon. So. Das müsste jetzt reichen, um die AP-Gewinnung ein weiteres Mal aufzuleveln. Raise AP Building up speed during combat. So, dann mache ich jetzt nochmal die dritte Mission. Und schau mal, ob ich da ein A-Ranking irgendwie rausholen kann. Ist echt unglaublich, dass er mir da gleich so ein
Panzer vor die Nase gesetzt hat. Ja, diesmal habe ich den Panzer schnell besiegt, oder zumindest schneller als vorhin. Und damit habe ich einen, aber da ich trotzdem eine Einheit verloren habe, dürfte es wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber ich habe trotzdem einen Prisoner gerettet und eine Rank B-Ranking bekommen. Immerhin. Die Frage ist jetzt nur noch, ob es irgendeine Verwandtnis damit hat. Gut, dann gucke ich mal, wie weit es. Okay, das ist jetzt schon normal, ist nicht mehr easy. Obwohl die dritte Mission ja auch schon kritisch geworden ist. Also da kommt meins raus. Und wo kommen seine Leute her? Wahrscheinlich aus dem Wrack da drüben. So, erstmal die AP hochbringen, damit ich da auf jeden Fall schneller bin. Boah. Okay, ausgeschaltet. Boah, was ist denn das für ein Käse? Aber immerhin konnte er nur einmal feuern. Ha, das war's schon. Nee, das war's noch nicht. Es explodiert langsam. Es ist noch nicht gleich durch. Na gut, immerhin zwei gerettet. 2000 Bonus. Tutorial complete. Ach, das war das Tutorial. Enjoy the rest of Metal Slug Defense. The shop cannot be used. Deck cannot be edited. VS cannot be used. Was auch immer VS ist. Sortie point restored to maximum. Ah ja, super. Hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ausnutzen sollen. New unit gained. New stage unlocked. Und jetzt kann ich die World Map ganz regulär benutzen. Okay, also die sind jetzt ganz normal abgeschlossen. Ach je, also das ist jetzt der Echtgeld-Shop. Item Sale. Ah ne, das ist erstmal die Medaillen, die ich hier einsetzen kann, um irgendwelches Zeug benutzen. The mobile satellite is placed up in the air and automatic attack enemy units. Sehr schön. So, MSP sind Medals. Ne, das ist das Gold oder die Goldkarten. Sag mir doch mal Metal Slug Points wahrscheinlich. Okay, die kosten auch Medaillen. Soweit, so gut. Und dann Kopfpack. You can buy units that may be used during battle. Ah ja, Regular Army Pack. Regular Army Pack Volume 2. Details. Ach je. Das heißt, es gibt eine ganze Menge verschiedener Einheiten, die dann auch noch. Und das ist dann der Echtgeld-Shop. Ah, ne. Das die Pakete, kosten dann irgendwie 10 Euro das Stück. Oder 5 Euro, je nachdem. Also die kosten auf jeden Fall unterschiedlich und werden als DLC dann installiert. So, die Units, da habe ich ja jetzt gerade schon reingeschaut. Missions. Mission, Game Mode in which you must clear specific conditions. Clear them to be rewarded with medals and MSP. Mission 1. Okay, wenn ich Mission 1, destroy the enemy base within 90 seconds, item 1 AP und ich kann hier jetzt noch neuere dazu nehmen. Und die anderen Missions sind noch nicht verfügbar. Ist auf jeden Fall interessant, das heißt das ganze Krimskrams hier.
kostet zumindest alles kein echt Geld. Zumindest habe ich noch nicht gesehen, ob man irgendwo Medaillen letztlich erwerben kann. Options haben sich wahrscheinlich nicht geändert. Und okay, das war jetzt das Versus, war noch ist dazu gekommen. Ah, VS war wahrscheinlich Versus Friend Match und Ranked Match. Nee. Achievements. Gut, Southeast Area 1 Conquered, das war jetzt das Tutorial. Und Ranking dürfte ich ja jetzt eh noch keins haben. Okay, die sind eh schon alle irgendwie mit Maximum besetzt. Das lohnt sich dann auch nicht mehr. Okay, die Mission lasse ich jetzt erstmal außen vor. Dann mache ich jetzt die nächste... Ja, die nächste Stufe. Ah, okay, die kann ich auch so durchklicken. Oder auch nicht. Das ist ja so eine Drag-and-Drop-Geschichte. Für PC-Bedienung ziemlich schlecht intuitiv gelöst. Character Abilities. A Character Ability is unlocked after freeing all Pows in a stage. Its effect increases with the number of Pows. Also das sind die eingesperrten irgendwas. If all prisoners of war are freed, max AP value rise significant in combat. Aber habe ich da jetzt nicht schon ein paar mehr irgendwie gelöst? Wieso ist hier dann noch 0 von 1 und so weiter? Matius Denis Rossi 0% ab. Das heißt, ich habe es noch nicht geschafft in den anderen die Prisoner zu retten. Was muss ich denn dafür machen, um die Prisoner zu retten? Das Ding oft genug spielen. Oder hängt es eher vom Zufall ab, ab wann der Prisoner tatsächlich gerettet wurde? So, der ist erledigt. Und die Mission ist abgeschlossen. Prisoner Rescue. Nicht gerettet. Okay, dann muss ich jetzt doch mal in die Hilfe schauen, was denn dafür notwendig ist. Map. Boss. Ach je, was ist das denn? ...41 ist wahrscheinlich noch die Restzeit für den Tag, bevor die ganze Stage dann resettet wird. Oh je. Gut, das ist das eine normale, das andere ist dann irgendwie was größer angelegtes, aber ich wollte jetzt nochmal in die Hilfe reinschauen. Okay, da öffnet sich erstmal nur wieder Steam-Geschichten. Same Data, Game Objective, Battle Part. Player Ranking. Sortie Points, POV List. Attackier the POV List to free for each city. Free them all to be rewarded with PowerPoint Support Effects. Ja, aber wie kriege ich die denn befreit? Steht in der Hilfe hier jetzt nicht drin. Okay. Insofern nützt mir die Hilfe an der Stelle dann auch nichts. Gut, dann probiere ich jetzt hier mal weiter und auf gut Glück, um festzustellen, wie und wann ich da jetzt eigentlich den da besiegen kann. Achso, das ist meine Superpower, die ich dann einsetzen kann.
So. Ah, da, ich habe jetzt den Prisoner gerettet. Das heißt, wenn der irgendwie rumläuft, das heißt, ich sollte vielleicht wieder, ich sollte eher möglichst lange warten, bis ich die platt mache, das heißt, so wenig Einheiten wie möglich einzusetzen. Damit ich hier den Prisoner tatsächlich erwischen kann. Cool. Okay, dann habe ich jetzt hier auch den Prisoner befreit. Sehr schön. Und dann Stage 2. Das heißt, man muss sie auf jeden Fall ein paar Mal spielen, bevor die Prisoner gerettet sind. Was es jetzt allerdings mit diesem Bonus-Item zu tun hat und was ich da genau machen muss, dass die auch garantiert eingesammelt werden. Aha. Okay, das heißt, ich sollte möglichst oft irgendwelche Special Attacks benutzen, damit ja, solche Sachen ausgelöst werden. Weil die werden anscheinend immer nur ausgelöst. Beziehungsweise ich kann mal probieren, ob es einfach in der Welt rumzuklicken mir auch dabei hilft, ja, die Prisoner zu befreien. So, der erste gleich schon mal losschicken. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal der Prisoner. Zu spät. Wäre natürlich besser gewesen, wenn der noch den... Wie setze ich denn eigentlich diese AP-Geschichte ein? Ah, da habe ich ja noch einen neuen Kontrabanden bekommen. Müsste jetzt mal schauen, wie ich die... Okay, einen von zwei, das heißt, da fehlt noch einer, muss ich noch einen befreien. Ability activated by power release, Character freed. If all prisoners are freed, amount of AP runs to be killed in combat. So. Und da ist noch Sternchen. Sternchen heißt dann, dass alle, das heißt, die Wertung ist eigentlich relativ nebensächlich. Wichtig ist, dass ich die Prisoner alle befreit habe. So. Okay, da habe ich jetzt AP bekommen. Das heißt wohl, dass ich dann noch nicht den Prisoner dieses Mal schaffen werde. Na. Haha. Dagegen musste erstmal ankommen. Na, okay. Die Barriere zerstört er trotzdem ohne großen Problemen. So, aber mehr als die zwei Bonus-Items scheint es nicht möglich zu sein. Das heißt, ich muss die auf jeden Fall nochmal spielen. Okay, der ist auf jeden Fall ein schöner Fernkämpfer. Ah, Robbie. Okay, Mission complete. Gut, noch eine Runde. Also noch eine weitere Runde mindestens, um den letzten Prisoner freizuschalten. Oder zu befreien. So, los geht's. 30. Ja. So, Nummer 1. Ja, da ist der Prisoner und gleich alle beide Items. So, dich schon mal losschicken und dann... Sehr gut. Tja, gegen diese komische Kanone kann ich nicht wirklich was ausrichten.
und noch einmal Feuerstoß und dann war's das. So, damit habe ich jetzt alle Prisoner befreit. Mal gucken, wie groß jetzt wirklich dieser Unterschied ist. So, das ist jetzt sozusagen dann die nächste Errungenschaft, dass alle Prisoner in der Stage befreit wurden. Amount of AP rises significant in combat. Naja, bin ich ja mal gespannt. Dann geht es jetzt auf in Ebene 2 und hier dann die nächsten Prisoner zu befreien. Ah, hier ist wieder easy. Na dann. Ist aber ein langer Weg. So, schon mal AP wieder hochfahren. Das war zu früh. Ha, der hat ein Schild. Das ist ganz schlecht. Nein. Erledige ihn. Jawohl. So, jetzt kommt hier ein Panzer. Der pustet dich jetzt gleich weg. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal den Prisoner bekommen. Okay, der Panzer überrollt den anscheinend einfach. Was mir jetzt auch kein Problem bereitet, aber auf jeden Fall interessant ist, wie er das jetzt genau macht. Okay, hier gibt es nur einen Prisoner und der ist jetzt auch dann schon befreit. So, Stage 2. Vorher werde ich mal noch ein bisschen Geld ausgeben. Ich habe jetzt schon wieder 13.000 angesammelt. Und zwar im Customize. Ah ja, genau, hier kann ich mein Deck mal noch einstellen, weil ich möchte den ganz gern bei Selecting Deck Character Swiss Long Press Character can be reordered or removed in the lower screen. Okay, dann werde ich jetzt mal den hier rüberholen. Dann ist der jetzt als 60er dort eingestellt, der ist schon Level 4. Level 1, den benutze ich eigentlich ziemlich wenig, den brauche ich eigentlich beide soweit nicht. Naja, den großen sollte ich mir auf jeden Fall mal drin behalten. Und auf der anderen Seite, es stört ja auch nicht, wenn die da sind, wenn ich sowieso so viel Platz habe. Muss ich mich ja nicht beschränken. Achso, der war 200 und der war 100. Und du warst 40. Gut, dann bleibt der Sandsack da vorne. Daneben. So, nochmal Plätze tauschen. Gut. Das waren die beiden, die ich wahrscheinlich gesondert bekommen habe. Customize. Gut, das sind die Soldiers. Da wäre es an der Zeit, den mal ein bisschen zu verbessern. Aber erst die Home Units, also erstmal hier ein bisschen noch aufbauen. So, noch ein bisschen weiterhin das hochleveln. Ja, dann kann ich schon mal 2 Level hochgehen und dann werde ich den Rest gucken, ob ich dafür jetzt noch eine Einheit aufleveln kann. Ja, 400, 480, 660, sehr schön. Dann ist er auch schon Level 4 und dann geht's weiter kämpfen. So, da sind alle befreit. Stage 2 wartet auf mich. Gut. So weit Nummer 1 auf dem Weg und jetzt AP hochfahren und der Prisoner ist schon mal gerettet und zusätzliche AP kann ich jetzt gleich mal noch ein paar Leute losschicken in der Hoffnung, dass sie da, jetzt habe ich auf jeden Fall, der kann das nur im Nahkampf. Ui, der arme Kerl.
Da ist es echt an der Zeit, ein bisschen mehr Sandsäcke zu bauen. Ups. Und die Großen auf den Weg zu schicken. Meine Güte, was hier alles los ist. Ja, genau, mach die ganzen Kisten zum Schrott. Der hat ja eh keine Special Attack, die macht er einfach automatisch. So, der andere ist schon hinüber. Und jetzt die Basis möglichst schnell. Oh je. Ah ja, okay, die Basis ist platt und einer ist rescued. Sehr schön. Gut, und dann ist das auch erledigt. Dann kommt Stage 3. 1200 habe ich aber nicht viele verdient jetzt. Hey, da ist schon einer auf dem Weg. Das kann ja aber nicht wahr sein. Mein Panzer, den hole ich mir als erstes. Hoffe ich jedenfalls. Nee, der ballert auf mich. Sauerei. Und wenn der jetzt da einsteigt, nee, der Panzer bleibt einfach nur stehen. Gut, an dem komme ich so schnell nicht vorbei. Aber zumindest hat der jetzt nicht getroffen. So, dann schick mal wieder Mr. Superboss los. Ich baue hier erstmal eine Barriere auf. So, das Ding ist schon mal hinüber. Und ich schicke die nächsten gleich hinterher. Hui, da ist aber ein großes Teil rausgekommen. Keine Ahnung, wie lange der Superbot aushält, aber ich hoffe mal, dass der... Ah ja, Mission completed. Habe ich jetzt eigentlich welche verloren? 1200. Aber ich habe keinen retten können. Und okay, Rang C. Aber ja, zwei Prisoner warten dort. Und dieser blöde Panzer ist auch schon wieder da. Logischerweise wird er jedes Mal beim Levelanfang da sein, aber trotzdem nützt es mir auf jeden Fall nichts, dann mit dem anderen anzufangen. Dann lieber hier schon mal. Genau. So, der ist auf jeden Fall schnell genug, um nicht getroffen zu werden. So, da kann ich jetzt auch schon mal den nächsten. Ja, die kann ich ohnehin nicht automatisch oder nicht so häufig. Das heißt, sie haben noch eine Regenerationszeit, die bisher zwar noch nicht relevant geworden ist, aber jetzt dann doch auffällt. Okay, das heißt, da ist das ganze Teil. Schicke ich gleich mal so einen Superbot hinterher. Okay, da ist vorhin natürlich die Basis schon gleich mit explodiert. Soweit. Aber ich habe wieder, ich hätte noch mehr von den anderen irgendwie starten müssen. Aber ich habe jetzt zumindest wieder 10 Kisten dazu gewonnen. Das heißt, die Supplies gehen auf jeden Fall nicht so schnell aus. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis ich hier meine beiden Gefangenen gerettet habe. Also erstmal die AP wieder hochfahren. Schon deutlich spürbar. Und dann den, damit der Panzer möglichst schnell ausgeschaltet wird. Ha, jetzt habe ich meinen ersten Panzer bekommen. Meinen ersten Dingsbums rescued. Und der Panzer ist auch schon hinüber. Das hat jetzt nicht viel gebracht. So, jetzt warte ich eigentlich schon wieder auf den... Ja genau, auf den Superboss, damit ich den losschicken kann. Oje. Aber da kommt der Superboss und dann geht es hier gleich ans Eingemachte.
Genau, dann ist die Kiste schon wieder in die Luft gejagt. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt den ersten Prisoner befreit und dann fehlt mir nur noch einer für das Level. Auf geht's. Waiting, waiting, AP. Dann den Schützen bei 60 auf dem Weg. Daneben, blöder Panzer. So, der Panzer ist schon hinüber. Mal gucken, ob er den auch gleich wegbekommt. Okay, jetzt habe ich schon insgesamt 3 Sachen bekommen. Aber noch kein... Oh. Feuer. So, mehr werde ich wahrscheinlich nicht einsammeln können. Mission completed. Okay, aber wenn ich jetzt wieder... Okay, plus 5, 7 kostet mich, glaube ich, die Mission. Ja. Gut, dann next. So, in der Hinsicht wird es dann schon wieder fast ein bisschen eintönig. Aber klar, ich wiederhole natürlich auch immer die gleiche Mission im Moment. Allein aus dem Grund, dass ich natürlich den Gefangenen noch befreien möchte. Okay, erstmal die 200 abwarten. Und dann sie auf jeden Fall auch schon mal nach vorne bringen. Gut, mir fehlen jetzt auf jeden Fall noch die weiteren... Also ein Bonus-Item sollte es auf jeden Fall noch drin sein. Ah, schon alles kaputt. Schade, kein Bonus-Item weiter. Es sieht immer nach so einer großen Zahl aus und dann kommt doch bloß 1200 raus. Okay, next time. So, die ersten 40. Und soweit so gehabt. Pum, pum. Noch ein Schuss. Und dann schon mal den Feuerstoß und der Panzer ist hinüber. Und damit ist der auch schon Feuerstoß. Ja, mein Prisoner ist befreit. Sehr schön. So. Da musst du dich ein bisschen weiter zurückziehen. AP generiert. Da kann ich noch die Monsterkiste losschicken, die ich ja eh so selten benutze. Na, hoffentlich gehst du nicht gleich kaputt, du kleiner Automat. Zack, gegengefahren. Gut. Damit ist auch hier der Prisoner gerettet. Und 9400, werde ich gleich mal die AP noch einen weiteren Level hochbringen. Ich glaube 8000. Mal schauen, wie viel ich jetzt brauchte. Build-up Speed 8,5, ja, okay. 10.000 ist Level 7. Und für die Einheiten kann ich, glaube ich, da auch noch was machen. Gehen da Marco auf Level 5. Ja. So. Dann werde ich jetzt mal noch die Mission ausprobieren. Einfach mal, damit ich die mal drin gehabt habe und mal gucken, wie schwierig die sind. Destroy the Enemy Base in 90 Sekunden. AP ist in Max und ich habe hier meine
sozusagen irgendwelche Standards. Okay, das ist natürlich dann schon mal happig. Ich kann nicht mehr machen, als die da sind. Eine reine Materialschlacht an der Stelle anscheinend. Das heißt, es geht eher darum, möglichst viel, möglichst schnell hinterher zu schicken. Ist die Frage, ob ich hier auch Tastatur benutzen kann. Nee, kann ich an der Stelle nicht. Okay, zumindest bin ich jetzt schon mal bei der Basis angekommen und ich habe noch 50 Sekunden. Ah ja, okay, also schaffbar. Ist nur die Frage. Gut, mit 1500 ist. Pff, mit 75 Sekunden. Naja, schauen wir mal, wie gut das läuft. AP ist auf Max. Relief Supplies. Ich habe es jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Pusten jetzt zwar alles weg, aber okay, noch ein paar Feuerstöße und die Basis ist hinüber. Okay, also doch noch recht einfach. Mission 3, 60 Sekunden, klar. Naja, schauen wir mal, ob das noch klappt. Die sind schon alle halb da. Und dieses Mal habe ich überhaupt noch nicht die Dinger bekommen. Aber immerhin sind die alle einmal schon mal wegrasiert worden. So, dann gleich mal noch hier den Flieger hochsetzen. Damit die da... Cool. Kommt das Flugzeug auch wieder zurück? Na super, das Flugzeug nützt mir da ja dann nicht sehr viel. So, das heißt, ich muss eigentlich, bin ständig damit beschäftigt, die anderen da... Ah. Okay, Basis ist schon kaputt gegangen mit den rollenden Bomben. Auf jeden Fall zeigt es schon mal, dass es, ja, wahrscheinlich sind dazu auch die Missionen ein bisschen da, diese ganzen vielen unterschiedlichen Einheiten kennenzulernen. Gut, das waren jetzt die Missionen. Dann will ich jetzt nochmal die World Map, 15 Minuten. Und das sind die ganzen Sachen, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Dann gehe ich mal hier noch in eine Stufe rein. Moment, das heißt, es kostet 10 Einheiten. Na, mal gucken, ob sich das lohnt. Weil ansonsten ist es wahrscheinlich... Okay, da kommt jetzt schon der erste. Okay, die Fläche ist ein bisschen länger. Dann hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen aufbewahren sollen. Schnell. Okay, Feuerstoß hat zumindest noch ausgereicht. So, Kamehame. Wow. Oh, zu weit weg. So, der ist hinüber. Okay, dann schick mal das große Ding los. Das hoffentlich dann einfacher hat, dagegen anzukommen. Ist auf jeden Fall hier schon einiges aufwendiger, gegen den anzukommen und die zu besiegen. Klick, klick, weggegrillt. So, den nächsten 200er. Ah, jetzt bin ich schon an der Basis angekommen. Attack. Wusch. Super Panzer. Mission completed. Gut.
So, bekomme ich jetzt 2200? Okay, es ist auf jeden Fall mehr. Prisoners kann ich da natürlich nicht retten. Die Frage ist, was habe ich dann eigentlich nur davon? Okay, also gut, die Gelder sind ein bisschen höher als bei den anderen. Aber sonst scheint es noch nicht so viel auszumachen. Dann doch lieber an den Errungenschaften weiterarbeiten. So, wie sieht es mit den Paws aus? Hier habe ich bereits alle, das heißt nur noch Stage 4. Da fehlen mir noch zwei weitere. Dann mal gucken, ob ich die noch in diesem Runde abschließen kann. Dann wäre das zumindest auch ein gutes Ende für diese Folge. So, die AP schon mal hochgefahren und den manuellen Schützen nach vorne. Ha, da habe ich auf jeden Fall schon mal meinen ersten Gefangenen. Also meinen ersten befreiten Gefangenen. Oh, das ist schmerzhaft, das wird er nicht überleben. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ah, okay, der erste ist zerstört. Dafür ist der jetzt kaputt. Oh, ich habe den extra angeklickt und der ist trotzdem nicht stehen geblieben. Ah, der große Robby, der wird das schon erledigen. Komm, ja, genau. Einmal Laserstrahlen drauf und dann ist der hinüber. So. Robby löst jedes Problem. Hey, gleich beide Gefangenen für die erste Runde. Na, das ist doch wunderbar. Jetzt muss ich nur noch die Basis tatsächlich platt machen, damit ich sozusagen diese Runde auch überstehe und gewinnen kann. Attacke. Sehr schön. So, prima. Das heißt, es ist also durchaus auch möglich, beide Gefangenen in einer Runde zu bekommen. Und damit ist Area 2 besiegt und auch alle Gefangenen befreit. Und ich habe eine neue Einheit bekommen. Gut. A new stage has appeared on the world map. On the world map? Ability activated by Power Release. Character freed. Genau. All Powers released. Power complete. So, was habe ich hier? If all prisoners of war are freed, max AP value rises significant in combat. Okay. Das heißt, auch hier geht es dann weiter nach oben. Gut, das ist anscheinend für alle das... Ne, hier ist jetzt Production Rate of Units. Amount of AP rises significantly. Max AP Value rises. Okay, jetzt kann ich nur mehr AP benutzen. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel das vorher waren. Ich glaube, das war irgendwie um die 300 aktuell. Aber das müsste ich dann mal im Video vergleichen. Und genau, da ist natürlich jetzt die neue Stage für die Map. Da will ich jetzt bloß noch ganz kurz reinschauen. Beziehungsweise erstmal muss ich noch meine Einheiten angucken. Customize Deck. Weil das ist ja jetzt hier der neue. Was erfahre ich denn über dich? Du bist 65. Achso, das muss ich in dem anderen gleich anschauen. Aber auf jeden Fall kann ich dann hier schon mal den einsortieren. Und zwar an der Stelle hinter dem 60er. Und jetzt bei den Units kann ich mir zumindest anschauen, was der für eine Kraft hat. Therma, das ist der neue. Okay, 360 gegenüber dem mit 391. Und AP 65, Single Short. Spread Short. Naja, Shotgun. Mal gucken. Werde ich ihn gleich mal noch kurz austesten. Und dann ist das die letzte Mission für heute. Sorti. Dann zeig mal, wie hoch sich die AP-Rate verändert hat. 250 kann ich jetzt am Anfang speichern. Wahrscheinlich war erst nach dem zweiten oder dritten Update, dass ich dann, ja, 375, weil ich glaube, hier war dann immer 300. Das ist dann jetzt der Unterschied. So, jetzt gleich mal den auf den Weg schicken. Ui. Aber der hat leider nicht so eine große Reichweite.
Okay, da ist jetzt schon, also der erste ist ja schon befreit. Und dann putsch das Ding rüber. So, dann mal noch die Großen losschicken. Ja, ist nicht mehr notwendig. Die Kleinen haben es alles schon erledigt. Okay, der Prisoner ist auch gerettet. Die 10.000 jetzt auch zusammen für das nächste Upgrade. Alles soweit, so gut. Dann ab in die Heimatbasis und Home Customization. Und hier Level 8. Ja, soweit für heute. Das Spiel Metal Slug Defense. Ja, einmal gespielt. Mein Fall ist es nicht. Also obwohl ich so ein bisschen diese Tower Defense Geschichten durchaus mag, ist mir das von der Grafik her einfach dann doch zu altbacken. Dieses Retro ist nicht so mein Ding. Aber vielleicht macht es euch ja Spaß, sozusagen die Welt zu retten und überall die Gefangenen zu befreien und hier so eine kleine Basis aufzubauen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!